So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes. Ich schätze mal, das wird eine kurze Folge, ne, etwas kürzere Folge, weil, ja, gibt's ja nicht allzu viel zu tun. Vorher mal gucken, ob die Aufnahme stimmt. So, ein wunderschönen herzlich willkommen. Perfekt. Gut, dann machen wir mal hier den Browser auf. Genau. Jutchen, Clicker Hero. Bitte minimieren. Dankeschön. So. So. Danke. Lol. Okay. Ja, also, ne, ich meinte der Aufgabe gestern, ne? Oh, wir schaffen es garantiert locker bis mit Instakill bis Folge bis Level 1000. Ja. Der Instakill die dann doch bis Level 1950 oder so. Also, ja gut, also der Insta-Kill ging nur bis 1900, aber trotzdem bis 1950 komplett ohne Probleme. Ab da wurde es dann halt sehr langsam. Und wir haben aber tatsächlich schon trotzdem eben 2000 geknackt. Ja. Ist ein bisschen krank. Ist ein bisschen creepy in der ersten Ascension. Wir haben 2 E10 an Hero Souls. No? Einfach mal das 100.000-fache. Ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste auf der Welt. Okidoki, was blinkst du hier so rum? Achso, alles fertig? Ja, das war schon fast klar. Danke, danke, danke. Danke. So, Starting Quest, machst du mal bitte. Komm, mach's einfach Gold. Du machst einfach Your Souls. Und du machst einfach Rubine. Wow, einer. Und du machst am besten. Pff, hier komm, her damit. So, wir haben jetzt wir. Achso, die haben wir gerade bekommen. Durch die Dinger da, genau. Libertas. Admin ist tatsächlich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das ist alles Schwachsinn, weg da. Gut. Das heißt, wie stark sind wir mittlerweile beim Raid? Wisst ihr was? Bin gerade am überlegen, ob wir es nicht vielleicht anders machen, dass wir einfach einen eigenen Clan öffnen. Weil die Sache ist halt, wir können halt bei dem Clan, wo ich gerade, also bei meinem Hauptclan, da können wir halt immer nichts machen. Da können wir halt immer die Belohnung einsammeln, aber mehr halt auch nicht. Ein Fisch. Oh, mal wieder ein Fisch. Kein dickster Bumster. Okay. Ja, von daher. Machen wir das nicht? Muss ich mir mal noch überlegen. Genau, hier lassen wir erstmal alles. Das geht alles erst nach der Ascension. Also Ascenden wir jetzt. Bam. So, dann gucken wir mal, Quatsch, da, wegen da Angels. Okay, was geht bereit? Geht Level 1000? Lockerst. Dann machen wir mal 900. Erstmal alle auf ein glattes 1000er Level ziehen, damit ich hier besser leveln kann. 900. Was? Oh, ja, ich habe gerade Z gedrückt. Ha. 900. 900.
weitere 1000 Level. Gehen auch. Gut, dann macht jetzt 900. So. Und dann noch den letzten, der hier unten. 900. Beziehungsweise, wie viel kostest, was kostest? Ah, komm. Dann kann ich dich auch direkt auf 900 ziehen. 950. Easiest. So. Jetzt gucken wir mal. Nein, das da. Bam, 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 bam. Bam. Bam, bam, bam. Zehn. 100. 1000. Ach genau, 10.000 ist die Q-Taste. Lol. Ja, hier bei den Engines, sind die Tasten ein bisschen anders belegt. Und leider gibt es ja auch keine Erklärung dafür, ne? Aber die Q-Taste ist 10.000. Okay. Also quasi immer die letzte Stelle. E8. Das wird langsam ein bisschen teuer. Gut, ich sehe erstmal alle auf 10.000, bevor wir hier da Übersicht verlieren. So. 10. Und 10. Perfekt. So. Jetzt. Mal gucken, wann es anfängt, wir zu tun. Ich sag mal, ja, okay, bis 50.000 kriegen wir die locker. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bum, bum, bum. Dicker, voll der krasse Beat, ey. So, das heißt, den kriegen wir auch, müssten wir locker auch bis 10.000 bekommen. Huh, naja, so ganz locker nicht so, ne? Ich geh immer mal hier ein bisschen mal, ja, wird teuer. Ein bisschen. Ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist gerade hier dumm, aber I love dumme Sachen. So, hier können wir jedes Mal mindestens 20, also 10 Level dazu kaufen auf Level 20. So, ab jetzt wird es ein bisschen kritischer. Das heißt, dich mache ich auf jeden Fall. Einfach because es lohnt sich. Die beiden lasse ich mal außen vor. Den lasse ich mal auch außen vor. Also hier, guck mal, Wakamaru. Siehst du, mal gucken, was hier noch so gibt, aber wir hatten eigentlich alles soweit gehabt, ne? Na gut, den kann ich noch holen. Ansonsten hatten wir soweit eigentlich alles, was irgendwie Sinn macht, hatten wir auch geholt. Ja, Bossfight-Timer. Pff, kann man halt auch machen, ja. Ansonsten ist bloß noch Click-Damage. Irgendwelche Skills. Gold vom Golden Klicks bringt genau gar nichts. Außer wir spielen, wie gesagt, wirklich jetzt irgendwann mal mit dem Hybrid-Build, dann schon, aber jetzt erstmal nicht. Reroll. Ja, so Rest ist alles für aktiv. Okay, das heißt, jetzt ziehen wir dich auf Level 19. Bam. Und wo ist der andere Held, den wir gerade gekauft haben? Da. Dich ziehen wir auch auf Level 19. Also auf Level 20. So. Dann lassen wir uns das Ganze mal kurz noch vom Kalkulator absegnen. Außerdem speichern wir sowieso immer eine ganz gute Idee. Bam. 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 Alter, jetzt habe ich... Bench, Alter, ich hasse dich. Was? Nein. Weg da. Okay, bis 60.000? Bist du verrückt? Warum mag meine Hero Souls nicht? Der will immer viel mehr ausgeben als ich. Ah, gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir überall noch 10.000 reinstecken sollten. Ich meine, die 5 sieht halt so schön aus. Nochmal 6. Ich guck erstmal, ne? Ich mach erstmal hier die Guilds und so. Mal gucken, wie teuer das wird. Wobei, das wird garantiert überhaupt nicht teuer. Das merken wir garantiert nicht mal. Wenn ich jetzt einmal so mache. Ja, die Zahl hat sich überhaupt nicht verändert. Okay, komm.
Dann klatschen wir überall mal noch, noch mal 10.000 Level rauf. So ungefähr. Ich traue mich immer nicht so viele Ancient Souls, Hero Souls auszugeben. Aber gut, wenn er sagt, es ist so sinnvoll. Was halt weniger sinnvoll war, war das hier mit Norgrad nicht. Müsst ihr mal gucken, was er dazu eigentlich sagt. Wie er meine Idee fand. Ich speichere nochmal. Ja, komm, hier mal schreiben. Was sagt er zu Naganau nicht? Oder wie er heißt? Niganat nicht. Ja gut, ein bisschen übertrieben haben wir schon um 3000 Level, aber ganz ehrlich, wie gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so ähnlich. Gut, bei Clicker Heroes gilt diese Regel leider nicht. Denke ich jetzt einfach mal, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Auch Banno, wie wir kriegen. Ach, ist das scheiße hier. Boah. Idle war ja eh raus, fällt mir gerade ein. Von daher ist es egal, wie oft da klicken. So. Dann machen wir noch. Schon zu teuer. Gehen wir mal in der Ebene ein bisschen höher. Ach ja. Ein schönes Leben. Jutschen. Danke dafür. Tja. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir es in diesem Run tatsächlich sogar wieder bis Web schaffen. Ich weiß gar nicht, bis wonach wir dieses Mal geschafft. Wir hatten es bis Astrea. Also, nee, wir hätten uns Alabaster kaufen können, deswegen war Astrea schon freigeschaltet. Genau. Aber mal gucken, ob wir es dieses Mal. Ne, obwohl. Doch, könnte eigentlich fast hinkommen. Wait a second. Hero check. Bitte einmal so. Perfekt. So, wir hatten Alabaster. Alabaster liegt so ungefähr bei da. 1,45. Und Webwert liegt da bei 235. Tja, also jetzt weiß ich nicht, wie der Faktor ist, aber wir müssten das 1e-hundertfache verdienen von der letzten Ascension. Wenn ich mal bedenke, wie stark steil unser Anstieg in der letzten Ascension war, ne, das 100.000-fache, dann könnten wir das jetzt gar vielleicht, ne, mal gucken. Das wäre halt witzig, denn quasi gleich in der zweiten richtigen Ascension direkt hier Web kaufen. Das wäre schon krank, das wäre schon richtig geil. Das wäre schon ein bisschen übel. Mal gucken. Ich lasse mich da überraschen. Port bei überraschungseier.de. Oh, der Eitelbonus ist aktiv. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal richtig einkaufen. Danke. Bringt mir nicht allzu viel, aber ist mir scheißegal. Ich mache trotzdem alle auf 200. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist mir Schwanzpenis. Aphrodite. Ja. Genau das. So. Oh, ah. Kann ich übrigens noch 100 Level kaufen? Was geht denn hier ab? Hallo? Ich glaube, ich muss mich mal direkt beschweren. Apropos beschweren. Komm, hier Rinder. Man traut sich ja sonst nichts. Oh, ein Ei. Leise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See. Weg. Tschüss. Und direkt wieder 25 Rubine. Yay. Wie ist unsere aktuelle Kasse? Hoch. Sehr hoch. Absolut hoch. Die Frage ist, was wollen wir mit den ganzen Rubinen eigentlich? Das ist eigentlich so dumm, was ich gerade mache. Weil das Einzige, wofür wir Rubine ausgeben, ist halt Quick Ascension und da gibt es halt bloß eine pro Transcension. Gut. 2, ne, ist halt besser, aber eben maximal 100 Rubine.
Das heißt, das, was wir am Anfang hatten, bevor das mit diesem Bug hier angefangen hat, hätten eigentlich für das gesamte Let's Play locker ausgereicht. Wir könnten jetzt hier noch 22 Transcensions machen. Werden wir aber im Let's Play definitiv nie schaffen. Also, ich glaube mal, dann sind wir irgendwann bei Clicker Folge 10.000 oder sowas. Dann wird das Clicker Let's Play genauso wie Gronkhs Minecraft Let's Play. Was ich eher nicht zuvor hatte. Ich meine, okay, mal gucken. Ich bin offen für alles. Ich weiß ja auch bis heute noch nicht, wie lang eigentlich noch unser Mindtest Creators Server Let's Play gehen wird. Aber mal gucken. Mal gucken. So, dann haben wir hier soweit eigentlich erstmal alles gemacht. Da würde ich mal sagen, das war's auch ehrlich, ernst. Ja, also, es war's auf jeden Fall. Können wir eigentlich so direkt. Oh, ein Ei. Ja, bringt jetzt leider gar nichts mehr. Ach, mein Gott. Können wir eigentlich so direkt das so lassen? Wie gesagt, ich muss jetzt auch gleich nochmal weg. Von daher ist es mir ganz gut, dass wir jetzt schon fertig sind. Dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge damit einfach mal. Und dann, bis geht's bitte nach da. Dankeschön. So, minimieren und dann würde ich mal sagen, schau mit V bis zur nächsten Folge, die dann für euch ja sowieso gleich kommt. Für mich erst in 6 Stunden oder so. Aber das sind Details, die interessieren keinen. Tschüss.